Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Eine koronare Herzkrankheit ist eine ernstzunehmende Sache. Da sind dann Gefäße verengt, die das Herz mit Blut und auch mit Sauerstoff versorgen und ein Herzinfarkt droht. Vielleicht empfiehlt der Arzt, einen Stent zu setzen oder einen Bypass. Was ist besser? Darum geht es jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Michael Schmöckel. Er ist Chefarzt der Klinik für Herzchirurgie an der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor Schmöckel. Erst einmal kurz erklärt, nochmal so für mich. Was ist ein Stent, was ist ein Bypass? Das sind letztlich zwei unterschiedliche Konzepte, wie ich eine Verengung eines Gefäßes beheben kann. Der Stent ist eine Gefäßstütze, das sieht aus wie ein Drahtgeflecht. Kann man sich vielleicht vorstellen wie im Waschmaschinenschlauch, dieses Drahtgeflecht. Was der Kardiologe in dem Fall, also der Internist, über die Leiste oder über die Armarterie in das Herzkranzgefäß hineinführt und diese verengte Stelle von innen aufdehnt und dann, so, damit es auch offen bleibt, diesen Stent, also diese Gefäßstütze, ins Gefäß reinsetzt. Mhm. Im Unterschied hierzu sind wir als Herzchirurgen etwas anders vom Konzept. Wir dehnen nicht die Engstelle auf, sondern wir machen eine Umleitung. Also Stau auf der Autobahn, anstatt im Stau zu stehen, fahren wir außen rum und fahren hinten wieder, wo der Stau vorbei ist, in das Gefäß hinein. Das heißt, wir umgehen die Engstelle und nehmen hierzu Adern, meistens heutzutage die Brustwandadern, die dann das Blut in den Bereich des Herzkranzgefäßes hinter der Engstelle wieder einspeisen. Das heißt also, beim Stent verwendet man die bestehende Fahrbahn und alle müssen zur Seite fahren, sage ich jetzt mal. Und beim Bypass, wie Sie ja sagen, nimmt man die Umgehung. Lässt sich das so einfach sagen, was für wen besser ist oder ob überhaupt irgendwas besser ist als das andere? Also grundsätzlich gibt es Richtlinien, die einen mehr in die eine oder in die andere Richtung lenken. Grundsätzlich kann man sagen, je mehr Gefäße gleichzeitig betroffen sind, also nicht nur eine Engstelle, sondern mehrere und auch mehrere Gefäße betroffen an den Herzkranzgefäßen, dann ist der Patient eher für eine Bypass-Operation geeignet. Handelt es sich nur um eine einzige isolierte Engstelle, dann wäre dieser Patient zum Beispiel besser für einen Stent, für eine solche Gefäßstütze geeignet. Ach so, das heißt, also man hat ja drei Herzkranzgefäße. Also bei einem dann reicht es, den aufzudehnen mit diesem Stent, bei dem anderen lieber ein Bypass. Ist das das Einzige, was für einen Stent spricht? Stent geht ja auch schneller. Genau, also im akuten Herzinfarkt, wenn es darauf ankommt, möglichst schnell wieder Blut in das verschlossene Herzkranzgefäß zu bringen, da ist der Stent einfach sehr viel schneller an den Ort des Geschehens zu bringen und damit kann der Blutfluss wieder hergestellt werden, während wir für eine Bypass-Operation deutlich mehr Zeit benötigen, sodass im akuten Herzinfarkt sicherlich zunächst mal eine Stent-Implantation immer die bessere Option ist. Es kann aber natürlich auch hier mal sein, dass es nicht gelingt, das verschlossene Gefäß wieder aufzumachen und dann kann selbst im akuten Herzinfarkt auch eine Bypass-Operation lebensrettend sein. Aha, ohne dass der Patient noch sagen kann, oh, ich möchte aber gar nicht operiert werden. Da doch, in der Regel sind diese Patienten schon noch ansprechbar. Man sagt ihnen das kurz, aber natürlich ist es nicht mehr wirklich eine Wahl, sondern man steht ja letztlich mit dem Rücken zur Wand. Entweder man wartet ab, dass der Infarkt voll sein schädliches Geschehen praktisch dann in Gang setzt oder man versucht dann noch zu retten, was zu retten ist. Und dann ist sicherlich die Bypass-Operation, und das wird von den Patienten natürlich dann auch meist so gesehen, immer noch die bessere Option. Ja, okay, jetzt waren wir also schon bei der Dringlichkeit, was für den Stent spricht. Der Bypass, also für welche Fälle eignet der sich, außer dass man eben sagt, je mehr Gefäße verschlossen, desto besser ist, leicht das Ganze zu umgehen? Also jüngere Patienten sind auch besonders geeignet, weil der Stent neigt dazu, nach einer gewissen Zeit wieder zuzugehen. Es ist einfach so, dass Stents eine relativ hohe Rate an Wiederverschlüssen dann auch wieder haben, über die Jahre hinweg. Ja. Während die Bypass-Operation, insbesondere wenn sie mit Arterien durchgeführt wird, hat einen sehr nachhaltigen Wert. Wir gehen davon aus, dass nach 10 Jahren dann noch über 90% der Bypässe offen sind, sodass der Patient dann mit diesem einen Eingriff, der zugegebenermaßen natürlich viel invasiver ist als ein Stent, aber mit dem einen Eingriff hat er dann auch für eine längere Zeit Ruhe. Woran liegt das? Der Stent ist ja ein Fremdkörper, ein Metall, eine Gefäßstütze, die natürlich an einem Organ wie dem Herzen, was sich permanent bewegt, 60 bis 80, manchmal auch 100 Mal die Minute, führt zu Mini
Läsionen, wenn man sich das so vorstellt. Also es ist immer irgendwo eine Unruhe natürlich da. Und das führt dazu, dass das Gewebe drumherum versucht, diesen Stent einzuscheiden, sodass es zu einem neu einwachsenden Gewebe wieder in den Stent hineinkommt. Wir sprechen dann von einer in-Stent erneuten Stenose. Und dann muss man wieder einen Stent in den Stent setzen. Aber irgendwann ist das Spiel natürlich zu Ende und dann zum Beispiel ist auch die Bypass-Operation die einzige Option, um das Ganze noch zu lösen. Und beim Bypass, körpereigenes Material, sage ich jetzt mal in Gänsefüßchen, gibt es da auch nochmal Unterschiede, was wie lange hält? Genau, also früher hat man ja ganz überwiegend vom Bein sich ein Stück Vene entnommen und das am Herzen sozusagen als Überbrückung eingesetzt. Wir haben jetzt in den vielen Jahren, seitdem dieses Verfahren eingesetzt wird, zum ersten Mal war das bereits 1967, gelernt, dass diese Venen leider dazu neigen, doch nach etwas kürzerer Zeit schon wieder zuzugehen. Die sind natürlich für niederen Druck gemacht. Eine Vene ist ja nicht für den hohen Blutdruck ausgelegt, sodass man davon ausgehen kann, dass nach 10 Jahren 50% dieser Venenbypässe wieder zu sind. Deswegen ist man heutzutage eigentlich dazu übergegangen, hauptsächlich die Brustwandarterien, die rechts und links vom Brustbein langlaufen, als Bypassgefäße zu nehmen. Das hat auch den Vorteil, dass ich nur einen Hautschnitt benötige für den Patienten. Also ich mache hier einen Schnitt in der Mitte und kann dann von diesem Schnitt mir sowohl die beiden Bypassgefäße präparieren, als auch natürlich das Herz freilegen, wo ich ja dann diese Umgehungen dran mache. Und ja, genau. Sie haben ja ein Modell dabei. Vielleicht kann ich das mal kurz hier an diesem Modell demonstrieren. Das ist ein Herz, ein bisschen kleiner als ein normales Herz. Ja. Diese roten Linien hier, das sollen die Herzkranzgefäße sein. Die linke Herzkranzarterie, die hier vorne auf der Kammerscheidewand herunterreitet. Ja. Und der andere Hauptast der linken Herzkranzarterie, der sogenannte Ramus circumflexus, der an die Hinterwand geht. Und hier sehen wir die rechte Herzkranzarterie. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass wir, wenn viele Arterien gleichzeitig betroffen sind, dann vor allem die Bypassoperation favorisieren. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, wenn ich diese linke linke Brustwandarterie mir abpräpariere von der Brustwand, dass ich mit der linken Brustwandarterie hier den vorderen Ast anschließen kann. Die kommt aus der Armarterie, das kann das Blut also sozusagen direkt dann hier in die Herzkranzarterie abfließen. Und die rechte Brustwandarterie, die wird wie ein T, und deswegen heißt diese Technik auch T-Graph-Technik. Ein bisschen tiefer halten kann man das. Ja, genau. Pardon, so. Ja, kann ich dann hier so als T sehen. Wenn ich also diese rechte Brustwandarterie wie ein T seitlich an die linke dran nähe, kann ich dann noch auch hier den hinteren Ast und auch sogar den Endast der rechten Herzkranzarterie mit diesem Bypass versorgen, was letztlich bedeutet, dass ich alle relevanten Gefäße des Herzens damit überbrücke. Ja, dieses Herzwandgefäß, also diese Herzwandarterie, tut die denn weiterhin ihren alten Dienst auch? Also ihren alten Dienst kann sie natürlich nicht mehr tun, weil sie ja von der Brustwand abpräpariert wurde. Sie hat hauptsächlich das Brustbein versorgt, aber es ist nun so, dass wir zahlreiche andere Arterien auch haben, die natürlich diesen Bereich auch mit Blut versorgen. Das sind die Arterien, die zwischen den Rippen verlaufen. Das sind auch Kollateralkreisläufe, also Umgehungskreisläufe, die es da gibt, sodass zwar das Risiko, dass es zu einer Wundheilungsstörung kommt im Rahmen dessen, dass wir diese beiden Brustwandarterien präparieren, dieses Risiko ist etwas erhöht, aber mit vielen Maßnahmen, die wir mittlerweile gelernt haben, wir präparieren sehr schonend diese Gefäße, wir lassen die Lymphgefäße, die Venen in Ruhe. Wir haben bestimmte Desinfektionsmittel jetzt mittlerweile im Einsatz, die eben eine Infektion noch unwahrscheinlicher machen. Und damit konnten wir tatsächlich dieses Infektionsrisiko so weit absenken, dass es praktisch nicht mehr erhöht ist im Vergleich zu dem Vorgehen, wenn man die Venen vom Bein als Bypassgefäße hernimmt. Aha, genau. Also mir erscheint, dass das eine große Operation ist, die Sie ja sicherlich auch nicht nur mit zwei Löchelchen machen können, oder? Nein, das ist leider im Gegensatz zur Klappenchirurgie, die ja auch über sehr kleine Inzisionen gemacht werden kann, ist es immer noch nach wie vor ein doch großer Hautschnitt oberhalb vom Brustbein, der letztlich dann dazu hergenommen werden muss, um an alle Anschlussgefäße am Herzen dran zu kommen und um die beiden Bypassgefäße rechts und links vom Brustbein eben auch zu präparieren. Ja, bei schlagendem Herzen? Es gibt zwei Methoden, man kann das sowohl am Schlagenherzen machen als auch an der Herz-Lungen-Maschine.
Dazu gab es große Studien, was besser ist. Man hatte sich erhofft, wenn man das Herz nicht an die Herz-Lungen-Maschine anschließt, dass man dann weniger Komplikationen bekommt. Das hat sich aber in diesen großen Studien eigentlich so gut wie nicht bestätigt. Man hatte sogar eher den Eindruck, dass dadurch, dass natürlich am schlagenden Herzen zu operieren etwas schwieriger ist, die Ergebnisse vor allem im Langzeitverlauf nicht ganz so gut waren, weil man vielleicht eher mal einen Bypass weggelassen hat, der schlecht zu erreichen war am schlagenden Herzen, sodass nach wie vor eigentlich der Einsatz der Herz-Lungen-Maschine das Standardverfahren ist für die koronare Bypass-Operation. Wie lange dauert die OP? Wenn man die gesamte OP inklusive Narkoseeinleitung bis sozusagen zur Hautnaht zusammennimmt, ungefähr 4 Stunden. Und das Risiko? Also Sie sagten ja eben schon, einmal geht es darum, die Arterie abzutrennen vom Brustkorb, von innen. Und dann haben Sie ja auch noch einiges am Herz selber zu tun. Genau, also ein elektiver Bypass-Eingriff, wo also der Patient vorher geplant ohne Notfallsituation zum Eingriff kommt, hat zurzeit, also und das eigentlich seit vielen Jahren in Deutschland, ungefähr ein Risiko von 2%, dass man diesen Eingriff nicht übersteht. Dass man daran also verstört. Umgekehrt 98% überstehen diesen Eingriff. Naja, ich frage auch deshalb, weil Sie ja Bypass-Operationen auch, glaube ich, empfehlen für Diabetiker, weil die ein erhöhtes Arteriosklerose-Risiko haben. Ist das richtig so? Ja, genau. Der Diabetiker hat ein hohes Arteriosklerose-Risiko. Und gerade beim Diabetiker ist die Bypass-Operation auch der Stent-Implantation überlegen. Also gerade Diabetiker sind in erster Linie diejenigen Patienten, die von der Bypass-Operation profitieren. Ja, Sie sagen ja auch, dass dieser Bypass immer sich dann eignet, wenn die Strecken groß werden oder aber wenn es auch kompliziert wird am Herzen, oder? Also wenn es um Kurven geht zum Beispiel. Also es gibt anatomische Besonderheiten, wo eine Stent-Implantation natürlich nicht so ideal ist. Das ist an Aufzweigungsstellen, weil dann müssen Sie ja einen Stent in die eine Richtung und dann müssen Sie einen zweiten Stent sozusagen durch die Maschen des ersten Stents hindurch in das andere Gefäß machen. Das sind natürlich immer, sage ich mal, Sollbruchstellen, dass da wieder Probleme entstehen. Oder wenn es eben sehr geschlängelte Gefäße sind, dann haben Sie einen Stent, der in der Regel gerade ist. Den bringen Sie aber in eine Kurve hinein. Auch da kann man sich vorstellen, dass es dann an der Innenseite sich ein bisschen aufhältelt und der Stent eben sich nicht ganz so gut entfalten kann wie in einem geraden Bereich. Mhm. Das sind natürlich alles Dinge, die man im Gespräch mit dem Kardiologen, im sogenannten Heart Team, also bevor man eine Operation oder eine Stent-Implantation macht, wird normalerweise diskutiert, was ist jetzt für diesen Patienten tatsächlich das bessere Verfahren. Mhm. Und da werden diese anatomischen Besonderheiten, Langzeiterwartung, ist es ein junger Patient, hat er viele Begleiterkrankungen, all das fließt natürlich in die Entscheidungsfindung ein und wird dann für den individuellen Patienten entweder für die eine oder für die andere Option dann nachher sprechen. Und was ist der Vorteil dann, dass ich mich bei Ihnen in einem Herzzentrum befinde? Genau das, dass nämlich letztlich alle Optionen am selben Ort vorhanden sind. Also es ist nicht so, dass der Patient, durch dessen Tür er gerade kommt, dessen Therapie bekommt er, sondern wir können mit allen Beteiligten, also Kardiologen, Anästhesisten, den Herzchirurgen, gegebenenfalls auch anderen Fakultäten, wenn es noch Nebenerkrankungen gibt, die vielleicht für oder gegen das eine oder andere Verfahren sprechen. Es gibt Unverträglichkeiten, zum Beispiel gegenüber Plättchenhämmern. Das würde dann wieder gegen eine Stent-Implantation sprechen. Also es sind viele Aspekte, die in so einem Herzzentrum besprochen werden können mit allen Beteiligten, um dann eben auch für den Patienten das beste Verfahren zu finden und nicht nur, weil wir eben jetzt eine Bypass-Operation können, machen wir halt immer einen Bypass. Das wäre einfach, aber ist sicherlich im Einzelfall nicht immer das Beste. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.